Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Getting Your Horizon. Ja, wenn jetzt nichts dazwischen kommen ist, werden wir unsere, wir brauchen ja noch weitere 7, das, das und das einpacken. Denn wir müssen jetzt noch diese Prozessor-Assemblies herstellen. Ich brauche jetzt noch Fine Red Alloy Wire, das ist ja. Beim letzten Mal ja schon in der Maschine gewesen. Ich habe das bestimmt aber vergessen, das zweite Mal durchzujagen. Kenn mich ja. Und wir brauchen noch. Ja, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen jetzt noch Zentralprozessor-Units. Zentralprozessor-Units habe. Reichen mir die 8 Stück. Wie kriege ich denn euch über genau, Dilithium? Ordo. Ordo und Wafer. Hoffe mal, dass ich die zusammenkriege. So, in der Zeit kann der mal schon anfangen zu sägen. Und wir hauen da Auto rein. Ja, nein, weiß nicht. Will mich jetzt verarschen? Oder ist das eine andere Lens? Ja, wir haben das jetzt teuer gemacht. Ah, needs Clean Room. Haben es nicht teurer gemacht, wir haben es nur ausgelagert. Das hast du nur schon wieder vergessen. Ja, dann laufen wir mal in Clean Room. Ich hoffe, dass ich da jetzt auch die Lens habe. Müsste ich eigentlich, wenn ich schon mal hergestellt habe. Ich hält. Aber ihr kennt ja, wir laufen ja gern. Ich sag, was ich ja lustig finde, ist wirklich, seit ich die Texturen ein bisschen geupdatet habe, habe ich, seht ihr selber oben, massive FPS-Schwankungen. Das würde mich zwar teilweise mal interessieren, wo das herkommt. Mich jetzt verarschen? Das ist aber nicht der Strom alle unten, oder? Oder wurdest du ausgemacht? Nee, du bist aus und wieder angegangen. Andersrum. Dass ich hier nach, ja, ich kann hier nach unten. Dass da jetzt nicht irgendein Scheiß passiert ist. Ich sehe noch Kabel, das ist schon mal von Vorteil. Bis hierhin auf jeden Fall. Ich sehe hier kein Kabel mehr. Das ist gerade doof. Ich brauche jetzt hier. Das ist jetzt eine Batterie. Das müssen wir jetzt im Schnellformat machen. Erzverarbeitung. Ich weiß nämlich nicht, ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob beim Clean Room das letzte Mal irgendwas nämlich falsch gelaufen ist. Dass da dann irgendwas verbrannt ist.
Wenn es das sein soll, hört er mich gleich weinen. Nein, aber die Batterien fangen auch wieder das Laden an. Alles richtig. Weiß nicht, was da falsch gelaufen ist. Mir wurde ja schon gesagt, ich soll hier mal so Zwischenstecker mal reinmachen, dass dann nicht das ganze Kabel drauf geht. Habe nur noch nicht genau eine Ahnung, was. Ja, genau, bleib mal an der Tür hängen. Mehr öfters. So, dann brauche ich jetzt wieder meinen Gummihammer. Ich habe es natürlich nicht ahnen können, dass das Ding aus ist. Dachte, ich schmeiße das jetzt einfach mal an. So, und dich lasse ich erstmal aus und jetzt kann der erstmal hochladen, laufen. Kein rotes Kreuz, dann kannst du weg. Jetzt, ich weiß, ich erschreck von mir selber. So, du bist ja jetzt falsch. Also, es war jetzt. Ich frage mich bis jetzt immer noch, warum ich Vollknaller, ich bis jetzt immer noch nicht dieses Rezept gespeichert habe. Ist ja nicht so, dass ich das jetzt noch nie angeguckt habe, ne? Und ja, ich habe vergessen, wie es heißt, also gehe ich hin und schaue es mal und diesmal speichere ich es ab. Gleich mal was nachgucken. War draußen. Draußen. So, jetzt Zettler. Und du auch gleich. Dann kann ich mir jetzt aber meinen Stack Red Alloy Wire mitnehmen. Den halben Stack den Orangen lassen wir mal da. Hoffe, dass da genügend rauskommt. Ja, wobei, logisch. Also auch wenn da nur drei rauskommen sollten, müsste reichen. Wir brauchen sieben. Mir fehlt einer. Typisch ich. Warum fehlt mir immer nur einer? Clean Room, wie weit sind sie denn? Wir sind bei 65%. So, also du kommst dahin, du kommst dahin, 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 du kommst raus, du kommst dahin. Gehst raus und schmeißt mal das und das da rein.
Einfach, weil du das kannst. Genau, bleib an der Tür hängen, dass sich der Raum etwas später effizient macht. Noch nicht fertig. Ich will schon gar nicht mehr diese Helme aufsammeln. Die gehen mir mittlerweile so auf den Keks. Wir schauen mal schnell anderen Leuten bei der Arbeit zu. Machen Gott sei Dank dieselben Fehler wie ich auch. Hinten. Jetzt mal erschüttelt. Man muss ja irgendwie die Zeit rumkriegen. Wieder was umklappern. Jawohl, wir sind bei 100%. Also. Er funktioniert. Er läuft. Achso, und wir brauchen 14. So, und die Wafer kommen da rein. So, und wir kriegen jetzt schon mal die richtigen Integrated Prozessoren raus. Davon brauchen wir jetzt 14 Stück. Nicht wie der kleine Honky gerade gesagt hat, 7. Und holla die Waldfee. Also der Prozessor. Der Precision Laser braucht, ja okay, er braucht 60 Sekunden und er braucht 10. Also das heißt, ich produziere 10 Circuits in der Zeit, wo der einen einzigen macht. Ich hoffe, dass da mehr rauskommen. 8 oder so, wäre eine schöne Zahl. Also wenn ich sie gesägt habe, nicht jetzt. So, Werkstatt. Wird mir es reichen, dass ich jetzt hier auch noch warten muss. Nee, nee, nee. Weil ich zu schnell weggerannt bin. Muss ja das auch. Das Lustige ist, eigentlich dürfte ich es jetzt nicht mehr richtig funktionieren, weil ich es ja jetzt draußen gehabt habe. So. Ja. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall. Also jetzt wisst ihr auch, warum, dass wir 4 Batterien drin haben. Ah, komm. Fünftausend Stacks, aber wir haben 8 Stück rausbekommen. Supidubi. Das sind genau die, glaube ich, die, wo wir noch brauchen. So, ich brauche nur, was habe ich gesagt? Ich brauche. Ich muss mir 7 Stück herstellen, also ich brauche 14. Ja, okay, aber ich hatte 6 und jetzt kommen noch 8 dazu. Das sind nach Adam Riedl 14. Auch gut aus. So, und die muss ich hier auch noch herstellen. Genau, und dann muss ich hier die Processor Assemblies herstellen. Hervorragend. Hoffe, dass das alles mir reicht hier. Ich habe da nur die Befürchtung, nö. Dann machen wir dasselbe Spiel wie vorher nochmal.
Ich glaube, ich brauche davon nämlich auch beim nächsten vier. So, das heißt, ich habe jetzt da meine 14. Genau. Und jetzt brauche ich meine. Nee, aber da kann ich jetzt die Kapazitor nehmen, die mir unser Sebo schon vorbereitet hat. Fine Red Alloy Wire ist kein Problem. Small Coils ist auch keins. Plastic Circuit. So, das heißt, wir gehen mal schnell wieder in die Werkstatt. So, den habe ich auf jeden Fall dabei. Dann habe ich da 64. Brauche ja noch weitere 7. Dann habe ich hier noch 56. Kann die ja noch hochrechnen mit denen. Habe ich da 64. Sehr schön. Dann brauche ich natürlich jetzt noch meine Plastikboards. Ich brauche da natürlich weitere 7. Was brauche ich noch? Ich brauche noch meine Random Access Memories, aber die werden gerade produziert. Und ich brauche noch Fine Red Alloy Wire. Die habe ich. Ein Dutzend billiger da. Und wir hoffen mal. So, also das heißt, du musst raus. Du musst raus, du gehst rein. Du gehst rein, du gehst raus, du gehst rein und du gehst rein. Und genau, meine Random Access Memories. Ach so, das waren Random Access Memories. Meine ich brauche die. Ich gebe mal schnell die ab. Random Access Memories. Lege ich mich mal schnell. Aua. Ja, ist ja gut. Solange meine Adern Feuer gefangen haben, kann ich nicht schlafen. Ja. Zu spät gesehen. Verdammt. Haben wir mal wieder normale Lichtverhältnisse? Was diese Spinnen? Wir wieder 1000 Männchen gespawnt. Rote Zahlen werden schöner als grüne. Ach, rote heißt, sie nehmen es nimmt Leben ab. Dann kriegen wir auch fast kein Menschenfleisch. Das ist Anbindung. Kopf hin. Brille drauf. Fleisch muss erst noch verarbeitet werden. Wisst ihr, warum, dass ich auch schön auf alles immer. Huah! Werden nicht eingeladen. Keiner.
Geh weg! Glaube, ich bin. Nehmen wir mal schnell unsere Dosen umfüllen. So. Ja, hätte ich mich TP't, wäre mir das nicht passiert, ich weiß. Aber das ist doch schön, dass mir das auch mal passiert. Wir haben schon mit für uns selber philosophiert. Mal schnell die Statistik angucken. Wenn wir schon gespielt hätten, Number of Death 79, also das Spiel sozusagen gespielt hätten mit, wenn du stirbst, bist du. Du hast nur so und so viel Leben am Anfang. Wir hätten schon fünfmal, glaube ich, noch angefangen. Vor allem, da traust du dich ja gar nichts mehr. Also, da spielst du komplett anders. Wo du dann sagst, okay, du hast jetzt zum Beispiel 10 Leben oder so. Für jeden. In der Gruppe. Hau mal, ich habe die Random Access Memories, habe ich hier unten liegen. Ich hält. So, und ich brauche jetzt dann das ganze Graffel auch noch. Also Fine Electron Wire. Ich brauche Blue Alloy. Dann brauche ich Random Access Memories. Die habe ich 32 jetzt auch einstecken. Okay. Muss ja auch herstellen, ne? So ist es ja nicht. Und ich brauche noch 4 Plastikboards. Die habe ich natürlich wieder vorne in der Werkstatt gelassen. Ich habe sie. Ich habe sie noch nicht dabei. Vor allem, wenn wir Faulis mal bereit wären, hier mal auszuleuchten. Das ist ja gar nicht mehr passieren. Aber weil wir faulig sind, passiert's. So, wir haben schon mal 5, das heißt, es fehlen noch 2. Warten. Wir warten aufs Christkind. Das im Sommer. Außer natürlich schaut es im Winter. Besten schaut es gerade vor Heiligabend. Das wäre lustig. Hey, woher weißt du das? Komm zu Papa. Wir haben lange auf dich gewartet. Sehr schön. So. Wir nehmen als allererstes die Plastikboards. Wir nehmen die Prozessoren. Wir nehmen die Random Access Memories. Wir nehmen das. Wir nehmen das. Und ich habe irgendwas. Vergessen. Die habe ich nicht herstellen müssen? Seid ihr irre? Werde irre hier. So, Workstations. Als alles erstes mal auch gleich wieder hier meinen Dioden oder gelb-weiß.
Gelb-Weiß habe ich nicht, also nehme ich Dioden. Egal. Wollen jetzt endlich diese Quests hier abschließen. Hat es, glaube ich, 5 Folgen gedauert oder so, bis wir jetzt endlich so weit sind, dass wir diese Folge abschließen dürfen. Hau rein. Reicht nicht. Wir werden jetzt das Soldering erneuern. Geht ausgehen. Geholen. Echt? Das heißt, ich nehme jetzt mal gleich wieder 8 Stück. Die flüssig. Und wir gehen wieder nach hinten. Aua. Ja, ist ja gut. Und ich hatte recht, ne? Ja, aber wir haben schon zwei. Wir haben schon zwei. Selbe Nenner, kommst du auch dahin. Wird auf jeden Fall irgendwann interessant, diesen Raum zu vergrößern. Weil das ist ja Hundehütte. Weißt du auch, warum, dass die Hunde die ganze Zeit draußen sind und nicht drin? So. Wir können uns endlich freuen. Wir haben es geschafft. Die nächste Stufe zu erreichen. Recycling for the Environment. Advanced Recycler 2. Okay. Dann haben wir einen Advanced Circuit Assembler. Und ich bin mir momentan nicht sicher, aber ist mir jetzt egal. Mach den Reinraum aus. Was kann ich denn aus dieser Quest überhaupt? Was will ich denn überhaupt bekommen? Ja, SMD, Capacitor. Okay. Müssen wir auch mal wieder demnächst machen, dass wir die ganzen Quests uns mal geben. Oh, dann das wollen wir auch mal schnell zum D. Wie move'n die? Dann hoffe ich mal, dass jetzt im Assembler nichts mehr drin ist. Außer eine Batterie und sonstiges. Ach, das ist das Circuit Assembler. Ja, ich bin erst ein Blinder. Circuit Assembler habe ich natürlich noch nicht. Ich schätze mal, ich werde dafür dann auch die Teile hier brauchen, ne? Zwei Nanozyprozessoren brauche ich auf jeden Fall. Das heißt, ich brauche zwei Konvoiermodule. Konvoiermodule habe ich momentan noch keine da. So, das heißt, ich brauche Electrum, ich brauche Stainless Steel Rods. Stainless Steel Rods und Chromrod hätte ich da. Magnetic Steel Rod. Was brauche ich nochmal?
Ja, okay. Ein Roboterarm, habe ich da einen? Nein. Gehe mal gleich alles hier rüber. So, dann brauche ich jetzt Electrum Wire und Silver Cable. Ein isoliertes Silberkabel. Aber mal gleich laufen lassen. Gold und Silber kann man auch gleich laufen lassen. Aloysmelder haben wir ja gesagt, haben wir auch auf der Seite. Eins, zwei, drei, zwei, achso, ja. Das ist jetzt halt das Problem, Electrum Wire. Was habe ich? Habe ich hier noch vielleicht aus Versehen einen HV? Nein, habe ich nicht. Das heißt, ich brauche noch mal hier 8 Stainless Steel, nicht nur Steel. Folie müsste noch reichen. Aus. Acht. Einser tue ich jetzt mal raus. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich mal einen Einser gebraucht habe. Habe den bestimmt gebraucht, aber das ist schon so lange her, dass es schon nicht mehr wahr ist. So, okay. Also das Casing haben wir auf jeden Fall. Bei Chips setze. Dahin. So, dann brauche ich, wie gesagt, davon und davon brauche ich auch. Also das heißt, ich brauche jetzt noch, wenn ich keinen Pisten habe. Einen Pisten habe ich, das ist sehr schön. Aber dann brauche ich noch vier weitere Motoren. So, mit denen, was ich jetzt da habe, kann ich mir jetzt noch zwei machen. Bisschen Electrum Wire habe ich noch. Achso, da brauche ich jetzt noch die Silberkabel. Eins, zwei. Genau, und jetzt sind mir die Stainless Steel Rods und das Magnetic ausgegangen. Das heißt, ich brauche da zwei. Da hier. Dann hauen wir als erstes Steel durch. Bei dem muss ich natürlich gleich noch magnetisieren. Also es wird auf jeden Fall spannend, weil wie gesagt, irgendwann möchte ich hier den Käse alles so weit wie möglich automatisieren. Bin dann mal gespannt, wie was dann für Fabriken entstehen.
wird dann wirklich köstlich. Es wird aber auch einiges dann unterirdisch passieren. Weil, wie gesagt, also ich bin ja auch Freund von schön bauen und weitwinklig, aber man muss es dann nicht komplett übertreiben, weil dann sind wir irgendwann bei 128 Chunks oder so. Aber hat seinen Vorteil, weil ihr merkt ja, ich habe in dem Haus ab und zu Probleme. Aber wenn man halt weitläufig baut, dann hat man halt, ja, das weniger. So, also den Pisten habe ich. Dann heißt es jetzt Convoyer-Module. Das heißt, ich brauche jetzt Rubber 12 Stück. Und ich brauche noch Goldkabel. Zwei Stück. Sehr schön. Dann haben wir noch gesagt, wir brauchen noch einen Emitter. Der Emitter war, glaube ich, hier. Von Voyager waren, glaube ich, da. Genau, zwei Goldkabel. Die waren dann hier. Und jetzt brauche ich noch einen Robotarm. Das trifft sich halt sehr gut, weil dann mit dem Robotarm habe ich dann auch das nächste abgeschlossen. Das ist jetzt dann dieser hier. Das heißt, du kommst dahin. Zurzeit muss der reichen. Ich habe keine anderen. Dann haben wir die zwei Motoren. Den Pisten. Noch Holzkabel. So, und wir haben unseren Roboterarm und der wird gesaved. Kommst du dahin? Und ich habe meinen Advanced Circuit Assembling Dingsbums. Und der war genau auf der selben Seite, ja, wie der Assembler. Also der kommt dahin. Okay, und jetzt schreibt er mir hin, Platinum, Metallic Platinum Power Dust brauche ich 27 Stück. Genau, das ist komplett. Okay, und die stelle ich jetzt her. Kann ich die überhaupt fluten? Aquaregia habe ich definitiv nicht. Nein, das heißt, es muss in Blast Furnace rein. Und jetzt muss ich nochmal gucken. Kelvin. Da kann ich nachdenken, was ich will, aber ich habe keine 2041 Kelvin da hinten drauf.
Das heißt, um das machen zu können, brauche ich jetzt definitiv den da, den Vakuum Freezer. Das heißt, wir brauchen drei gut. Workstations. Ich habe jetzt noch zwei. Ich glaube, ich habe eine Quest gehabt. Da habe ich noch mal einen. Dann brauchen wir HV-Pumpen 3. Dann brauchen wir Goldkabel und die Frostproof Machine Casings. Aber, und das ist jetzt das Schöne. Wir sind mittlerweile an den Punkt gekommen, wo wir jetzt dann das nächste Mal, wenn ich genügend Aluminium habe, das muss ich natürlich voraussetzen, weil wir brauchen, das schreibe ich mir jetzt mal schnell brav weg. Wir brauchen natürlich jetzt für so ein Casing, für eins, brauchen wir Aluminium Frame Boxes. Das heißt, davon brauchen wir schon mal, also ich brauche eine Frame Box. Das sind schon mal zwei Ingots pro Box. Und nochmal weitere sechs. Die brauchen wir. Und hier brauchen wir. Also das heißt, wir brauchen insgesamt 22. 22 mal 8. Das ist jetzt ganz einfach gerechnet. Das sind 8, das sind 160. Das sind 160, das sind 172 Aluminium-Ingots. Wir haben noch 68. Das heißt, bis zum nächsten Mal werde ich Aluminium produzieren, wie ein Weltmeister. Und dann werden wir anfangen, den Vakuumfließer zu bauen beim nächsten Mal. Und hoffentlich dann auch gleich anschließen. Das wäre ja auch wichtig. Ja, da habe ich doch schon mal wieder eine kleine Arbeit für mich, die aber hervorragend ist, weil dann können wir endlich diese Coils nach oben schrauben. In dem Teil. Und dann können wir viele neue Sachen machen. Das wäre schon mal wichtig. Boah, da freue ich mich drauf. Und ja, wenn euch noch was einfällt, irgendwelche Kritiken oder sonstiges, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir bitte doch einen Daumen nach oben da. Und dann heißt es noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.